Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Metroid Prime. Ja, das letzte Mal haben wir den Omega-Piraten getötet, nach einigen Fehlschlägen, sag ich mal. Und dieses Mal bereiten wir uns so ein bisschen auf das Ende vor. Und zwar holen wir uns die ganzen Artefakte für das Signum und natürlich gleichzeitig auch die 100% aller Items. Und ja, ich denke, dann werden wir eigentlich soweit fertig. Ich weiß gar nicht, ich hoffe, mit den Scans sieht es auch gut aus. 87%, das könnte gar nicht schlecht sein. Ich denke, das haben wir eigentlich auch soweit. Und damit gehen wir jetzt in einen Bereich von, hier von der Landestelle, wo wir noch gar nicht waren. Und zwar zum Chozu-Tempel. Ja. Da noch angezeigt wird, der Einschlagskrater nämlich. Und man sieht hier schon, dass ein Eingang auch schon von den Piraten befestigt wurde. Das heißt, wir haben ja auch schon gelesen, dass die Piraten selber ja auch schon am Tempel waren. Bloß leider nichts mit den Hinweisen anfangen konnten. Und auch die Artefakte so nicht gefunden haben. Und deswegen lesen wir uns mal hier durch, was sie so dazu geschrieben haben. So. Eintrag 10.3080. Die vorliegenden Berichte der Erkundungsteams beschreiben eine betagte Konstruktion, die von einer fremden Zivilisation auf Talon 4 errichtet wurde. Untersuchungen ergaben, dass diese Konstruktion ein Kraftfeld aufbaut. Dieses Feld verhindert den Zugang zu einer außergewöhnlich starken Energiequelle, die sich im Inneren eines Kraters befindet. Das wissenschaftliche Team geht davon aus, dass dieses Kraftfeld seine Energie aus mehreren fremdartigen Chozu-Artefakten bezieht. Wir haben mit umfangreichen Ermittlungen begonnen, um den Verbleib dieser Relikte zu ermitteln. Da dieses Feld unser Vorhaben bezüglich einer Energiegewinnung auf Talon 4 behindern könnte, müssen wir es möglicherweise schnell zum Zusammenbruch bringen. Sollte dazu die Vernichtung der Chozu-Artefakte notwendig sein, so werden wir diese vornehmen. Ja, das Problem ist, die Chozu-Artefakte sind leider nicht an ihrem Platz und nur damit können wir das Signum öffnen, wie wir bereits schon gelesen haben. So, und jetzt betreten wir auch gleich den Chozu-Tempel. Also den, wie sagt man denn, den Signumstempel? Keine Ahnung. So, und hier haben wir nochmal eine Inschrift der Chozu. Unser ständiger Begleiter inmitten unserer wahrgewordenen Albtraums, dem Kampf gegen die unnachgiebige Finsternis, ist ein Licht, das wir deutlich sehen. Dieses seltsam vertrauend wirkende Licht strahlt Zuversicht aus. Es verjagt die von der großen Seuche hervorgebrachten Schatten und reinigt jenes, was von dem Gift getränkt ist. Doch ist es seltsam, gelegentlich erwächst aus dem Licht die Gestalt einer Frau. Von brennender Intensität sinkt dieses Leuchten aus dem All herab, um sich kurz darauf wieder in das tiefsatte Schwarz zurückzuziehen, aus dem es erschienen ist. Wenn sich die Prophezeiung erfüllt, wenn das Licht niederkommt, dann hat die lange Wache der Chozu ein Ende gefunden. Ja. Da sieht man immer noch die ganzen Prophezeiungen. Und naja, so wie es aussieht, sieht's gut aus, denn wir sind scheinbar der Auserwählte. Beziehungsweise Samus die Auserwählte. Wenn wir ja auch schon die ganzen Schatten eigentlich auf dem Planeten vertrieben haben. Es gibt jetzt bloß noch ein großes Böses eigentlich, das wir vertreiben müssen. Und da sind wir ja gerade hinterher. Die Eindämmung der großen Seuche. Diese Aufgabe wurde den Chozu zuteil. Und wir werden unsere... Nochmal. Diese Aufgabe wurde den Chozu zuteil. Und wir werden uns dieser Bürde nicht entziehen. Selbst wenn wir die Qual und Pein mit dem Land und seinen Kreaturen teilen müssen. Unser Wille fließt in die 12 Artefakte. Jene Artefakte, die durch ihre Zusammenkunft das Schloss bilden, um das unbeschreibliche Übel in den Tiefen dieses Planeten einzuschließen. Dieser Riegel muss jedem trotzen, der versucht ihn zu brechen. Um die Kraft des Siegels zu bewahren und um es vor jener mit niedrigen Absichten zu schützen, werden wir die Artefakte über das ganze Land verteilen.
und sie so neugierigen Blicken entziehen. Das Schloss soll niemals geöffnet werden, bis hin zu dem Tage, an dem diese Katastrophe ein endgültiges Ende findet. Und das wird sie hoffentlich. Und damit kommen wir jetzt auf den Artefaktplatz. Und bekommen schon unser erstes Artefakt. Dies ist ein Jozo-Artefakt. Nachdem dieses Artefakt aufgenommen wurde, geben die Gedankensteine auf der Terrasse Hinweise zum Verbleib der übrigen Artefakte wieder. Wenn alle Artefakte gefunden und zusammengeführt worden sind, öffnet sich der Pfad zum Zentrum des Einschlagkraters. Oh ja. Und damit schnappen wir es uns. Jozo-Artefakt erhalten. Ich kann irgendwie gerade nicht mehr reden und nicht mehr lesen. Dies ist das Artefakt der Wahrheit. Nun lassen sich die hier stehenden Gedankensteine scannen, um Hinweise zu den restlichen 11 Artefakten zu erhalten. Zusammengefügt öffnet sich ein Zugang zum Krater. Ja, wie gerade eben schon gelesen. Und damit haben wir 1 von 12. Und ja. Können damit nun die restlichen Steine scannen. Und uns so die Hinweise abholen, ja, wie schon gesagt, die eigentlich auch die Piraten sich schon abgeholt haben, aber, beziehungsweise sie konnten sie ja nicht übersetzen. So war's ja. Wobei ich mich jetzt gerade frag, nee, man, konnte man, doch, ich glaube, man konnte alles scannen, ich hoffe es zumindest. Wäre blöd, wenn nicht. So, wir scannen die jetzt aber erstmal alle. Und jedes gibt einen Eintrag in den Bereich Artefakte. Und ich hoffe auch einen Scan dann dazu. Dann sieht es nämlich deutlich besser aus mit den Scans. Ach, keine Ahnung. So, du bist nicht scannbar. Wir haben jetzt 3, 4. Du bist nicht scannbar. Das haben wir schon. 5, 6, 7. Ach, kann man den Rest erst scannen? 8. Verdammt, wusste ich gar nicht mehr, dass man den Rest erst scannen kann, wenn man alle Artefakte dann zusammengebracht hat. Oh, das ist jetzt ärgerlich. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Weil dadurch geht dann meine Artefaktur nicht wirklich auf. Leider. Wie viel fehlen denn? Es sind 1... Achso, ich habe 8, also fehlen 4. Verdammt. 3, 4, ja. Warum auch immer die fehlen, keine Ahnung. Also die werden dann aktiviert, sobald man ein paar Artefakte schon zurückgebracht hat. Aber, naja gut. Dann können wir die leider nicht scannen. Ich hoffe das, aber ich glaube es zählt auch nicht. Ne, es zählt auch nicht zu den Scans. Weil das cool ist eigentlich, es gibt dann halt tatsächlich diese Hinweise, hier, bei den Artefakten. 1, 2, 3 und 4, ja. Schade. Na gut, die ich halt nicht scannen kann, kann ich halt nicht scannen, weil ich will jetzt eigentlich eine große Rundreise machen und dann halt alle schnappen. Und damit würden wir jetzt gleich anfangen und ich habe eigentlich immer vorgehabt, das Rätsel vorzulesen von dem Artefakt, dass wir das als nächstes holen. Das klappt jetzt bloß teilweise, aber gut, es klappt, naja, bei 2/3. Und wir fangen an mit dem Artefakt des Lebensspenders. So. Nachfolgend die Übersetzung der Inschrift des Gedankensteins. Innerhalb der Ruinen existiert ein Turm immerwährenden Lichtes. Der Weg zum Artefakt des Lebensspenders führt durch dortige Gewässer. Ja, und damit ist unser Kurs schon gesetzt, und zwar natürlich die Chozo-Ruinen. Da soll es jetzt zuerst hinführen. Wie gesagt, ich habe mir eine kleine Route, ausgedacht oder zusammengebastelt, wo wir auch an allen Items vorbeikommen sollten, sage ich mal. Also, ich denke, ich habe nichts vergessen. Alle Artefakte sind natürlich auch drauf. Und ja, von dem her hoffe ich einfach mal, dass wir das dann packen. Wobei mich die 90% ein bisschen stören.
Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. So, zu den Chasuren. Und ich denke eigentlich, dass das so, na, ich sag mal so ungefähr die schnellste Route sein sollte. Es gibt bestimmt nochmal, na, vielleicht irgendwie so eine bisschen bessere Route. Für die Artefakte alleine gäbe es natürlich wahrscheinlich auch eine bessere Route. Aber, wie gesagt, ich will ja auch noch alle Items einsammeln und dafür muss ich manchmal schon den einen oder anderen Umweg gehen. Aber naja, ich denke, das bekommen wir doch ganz oder recht schnell hin. Schauen wir mal, wie lange das dauert oder wie es läuft. Ich bin da eigentlich zuversichtlich. Das Einzige, was mich jetzt gerade ein bisschen stört, sind die 90% Scans. Weil das scheint mir ein bisschen wenig. Wir scannen zwar nochmal ein bisschen was, aber nur nicht mehr so viel. So. Das Schöne ist, mit unserem Plasmabeam sind wir jetzt hier halt auch extrem stark. Na, geh auf. So. Und dann können wir hier erstmal das erste Item holen. Da wollte ich ja davor schon mal rein, ging ja aber nicht. So, was willst du? So, mal sehen, wie schnell der jetzt drauf geht. Ja, sehr schnell. Dafür, dass ich natürlich immer noch im Expertenmodus spiele, war das schon recht flott. So, ich glaube, da komme ich wirklich bloß von da drüben hoch. Oder von hier aus noch? Nee, kann ich mich nirgends so festhaken. Schade, okay. Dann gehen wir halt tatsächlich von da oben dann hoch. Aber zuerst mal gehen wir hier zum Artefakt hin. Und holen uns dann auch gleich die zweite Erweiterung. Oh, wobei ich die erste noch gar nicht gezeigt habe. Das könnte ich eigentlich auch mal machen. Ja, ich wollte gerade sagen, hier kommt Chasu-Geister. So, aber egal auf die Chasu-Geister. Wir holen uns erstmal den Missile-Container hier. Der wäre ja noch von ganz von Anfang da gewesen. So, die... Ja, ich muss euch besiegen. Er geht mir sonst bloß auf die Nerven. So, aber das sollte ja relativ schnell gehen. Jetzt mit dem X-Ray-Visor auch. So, zwei. Zwei Stellen und nicht tot. Wow. Okay, aber drei reichen. Gut, und wo ist der zweite? Es waren noch zwei hier, oder? Wo zum Teufel ist der zweite? Hallo? Wow. Okay, in mir. Gut. Na gut, nachdem wir das geklärt haben, so, nochmal. Und ich verballere hier verdammt viele Missiles, aber das ist wohl die beste Möglichkeit, die Typen zu besiegen. Ja, spring halt durch mich durch, natürlich. So, dankeschön. Okay, und dann können wir hier weitermachen. So, und zwar gehen wir hier hoch, glaube ich. Ja, genau. Um nochmal einen Missile-Container zu holen. Und ich meine, so hätte man sich halt wirklich auch zufarmen können mit den Missile-Containern. Hier waren ja relativ, oder zwei relativ leicht zu erreichende. Und es gibt es halt wirklich überall, wo man sich hätte so ein bisschen was zusammenfarmen können. Aber habe ich jetzt wirklich selten gemacht, muss ich sagen. Eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich den Weg bloß entlang gegangen. So, und hier brauchen wir den Spider-Ball. Na, den Spider-Ball habe ich gesagt. So. Und können hier rein. Wo wir uns dann auch gleich den, wie gesagt, das Wave-Beam-Upgrade holen können. Wobei ich eigentlich nur das Plasma-Beam-Upgrade zeigen will, muss. Das können wir aber jetzt gleich hier machen. Zumindest weiter oben. So, und damit sind wir hier im Turm des Lichts oder Lichtturm? Ne, Turm des Lichts. Passt schon. Okay. Und das Rätsel hier ist relativ einfach. Man sieht hier diese Steine. Und die kann man einfach mit Missiles zerstören. Besten dann mit den Speed-Missiles, würde ich sagen. Wie halten die aus? Okay, das ist jetzt kaputt. Eins, zwei, drei, vier... 5, 6, ich glaube früher hielten die bloß 3 aus, aber klar, ich spiele ja noch im Hard Mode. Okay, gut, eine Super Missile reicht. Und dann dich noch. Und damit, ja, bringen wir jetzt den ganzen Turm eine Ebene zum Einsturz. Und können, ja, jetzt weiter nach oben. Und so müssen wir das halt bis an die Spitze jetzt machen.
So, und hier gibt es erstmal zwei neue Scans. Und zwar den Oculus und... Kommen die hier noch nicht? Also da ist vorhin einer explodiert, das weiß ich, aber... Eine sollte ja noch eine andere Art kommen, aber egal. Ich habe vergessen, wie man die besiegen konnte. Ich glaube gar nicht. Egal. Es geht auch so. Ich meine, mit einer gut gezielten Supermissile geht es ja. Es ist halt bloß ein bisschen blöd, wenn man am Anfang noch wenig Missiles hat. Das war blöd. Aber ich meine, mit 100 Missiles jetzt noch sollte das doch irgendwie funktionieren, dass wir da nach oben kommen. Und wenn nicht, können wir ja die Missiles irgendwo aufladen, weil der Fortschritt wird hier gespeichert. So, und jetzt genau hier. Das sind nämlich gepanzerte Puffer. Und daran sollte ich jetzt eigentlich mein Plasmabeam probieren können. Genau. Au. Gut. Okay. Das war ein Überraschungsangriff von hinten. Beziehungsweise kann ich den auch an den Oculus probieren. Ich meine, man sieht dann zwar nicht so gut, was oder wie viel Schaden er macht, aber man sieht dann halt wirklich, was er macht. Und das finde ich, glaube ich, im Moment interessanter. Wow. Was geht denn hier? So, machen wir erstmal euch weg und dich weg, so. Und lass uns ein bisschen von dem Gift töten, das haben uns gerade zwei Energietanks abgezogen, natürlich. So, und jetzt machen wir mal die Combo. Und man sieht es halt tatsächlich so einen anhaltenden Strahl. Ja, gut. Da ich es gezeigt habe, muss ich jetzt nochmal hoch wegen dem Puffern, okay. Von mir aus. Aber man sieht halt wirklich, was der Flammenwerfer dann kann. Oder was das dann halt für ein Typ ist. Und den Wavebuster, den wir da oben bekommen, der hat dasselbe Muster oder ist derselbe Waffentyp, sage ich mal. Und dann kriegt man noch den Ice Spreader. Das ist dann die Ice Missile Combo und die funktioniert dann wie der, Power Beam. Was ich eigentlich ganz cool finde, dass man da zwei verschiedene hat. So, und... Ach, verdammt. Ich muss es wirklich da in so einer Ecke machen. Wenn der gerade nicht ist. Na, dann mache ich es jetzt hier. So, sehr schön. Wow, und wir verbrauchen hier verdammt viele Missiles. Aber ich glaube, wir sind auch schon an der Spitze, ne? Ja, genau. Und bekommen den... Na, ich habe es ja zwar schon gesagt, aber egal. Den Wavebuster oder halt die Wavebeam Missile Combo, die sehr nützlich ist, vor allem weil der Wavebeam halt ein relativ schwacher Beam ist, wie man ja bei den Piraten gesehen hat, war der Wavebeam ja am schwächsten oder die Wavebeam Piraten am schwierigsten und die wären damit jetzt natürlich auch kein Problem gewesen, muss ich sagen. Und da ist Artefakt Nummer 2, Schussur Artefakt, ja, steht gar nicht mehr dran, okay. Dadurch wären die Wavebeam-Piraten natürlich wesentlich einfacher gewesen. Ich habe es mir ja sogar überlegt, aber naja, es ging auch so. Und damit haben wir Chozu Artefakt Nummer 2. Das ist Artefakt, dieses ist das Artefakt des Lebensspenders. Das fünfte von insgesamt 12. Ja, es ist zwar Nummer 5, aber... Ist mir eigentlich egal, ich mach's so. Man könnte es jetzt natürlich auch nach der Nummerierung durchmachen, aber dann würde man... manche Gegenden zweimal besuchen und das wäre ein bisschen blöd. Ich muss ja nicht die ganze Zeit rumrennen. Wenn ich schon nicht schneiden will, dann kann ich da wenigstens dann auch so sinnvoll wie möglich machen. Und genau das habe ich im Moment vor. So, und wenn wir hier raus sind, dann können wir auch gleich zum nächsten Artefakt. Zumindest kann ich das nächste Artefakt verkünden und zwar ist es das Artefakt. Das Artefakt des Ursprünglichen. Und, da weiß ich dann auch ganz genau, wo ich hin muss. So, erstmal die Viecher töten, dann kriegen wir hier ein bisschen... Hier habe ich schon alles gescannt, oder? Nee, da noch nicht. Was ist das, was ich da noch nicht gescannt habe? Ah, eine Powerbombe, ja. Wusste ich noch, dass ich die noch brauche. Aber ich wusste nicht, dass die Viecher die fallen lassen können. Okay, gut. Von mir aus, vor allem, weil ich gar keine verloren habe, aber okay. Wenn die das so wollen, dann von mir aus. So, du nochmal. An dir könnte ich jetzt theoretisch auch den Wavebuster zeigen, aber naja, ist es nicht so interessant.
Aber ich hole mir hier oben jetzt kurz den Missile-Container. Das kann ich jetzt gerade noch machen, weil hier nach oben sollte ich eigentlich nicht mehr kommen, wenn ich das richtig weiß. So, ich kann mir... Ach, verdammt, das war sehr blöd. Hallo. Ich muss an diesen Grapple-Beam und ich denke eigentlich, dass ich den so erreichen sollte. Das war jetzt halt gerade bloß ein bisschen blöd angestellt. Oder hat mir den irgendwie anders erreicht? Ich weiß es doch nicht mehr. Ah, Grapple Beam. Der Verankerungspunkt ist zu weit entfernt, um ihn zu nutzen zu können. Aha. Muss ich dann zuerst das zerstören und dann von dahin? Ich habe keine Ahnung. Zumindest haben wir jetzt den Missile-Container. Und die Frage ist, wie hat man den denn nochmal... Ach so. Ich weiß nicht, ob das die Lösung war, aber es hat funktioniert. Und damit haben wir gleich nochmal einen Missile-Container. Sehr schön. Sehr komisch. Na gut. Hätten wir von da hinten hin sollen? Ja. Nee, ich glaube, da kann man gar nicht hin. Okay. Ich denke, ich hab's. Oder ich hab's einfach richtig gemacht. Keine Ahnung. Es sah zumindest relativ richtig aus. Oder sagen wir es anders, es hat funktioniert. Und das ist die Hauptsache, denke ich. So. Hier räume ich am liebsten mit dem Powerbeam auf, weil er einfach der schnellste ist. Wobei er natürlich nicht beim Schaden mit dem Plasmabeam mithalten kann. Was aber auch ein bisschen auch blöd wäre, weil... Naja, dann bräuchte man die anderen Beams ja nicht mehr. So, hier sollten wir schon alles haben. Deswegen können wir einfach hier gleich weiter. Und gut, hier gab es ja nichts. Ja, na, lass mich durch. Hier sollten wir theoretisch auch schon alles haben. Das waren viele Sturzsegler. Ich denke, wir haben uns auch das da hinten geholt. Ich gucke nochmal nach. Wäre blöd, wenn wir sonst nochmal gehen müssen. Aber ich habe es da auch geholt, ja. War ich mir eigentlich ziemlich sicher, aber nochmal nachgucken schadet ja nicht. So, mach auf. Und dann sind wir gleich schon wieder bei... Achso, ich habe das nächste Artefakt verkündet, aber gar nicht vorgelesen. Ja, das war blöd. Gut. Ja, aber da E4 fehlen, bringt's nichts. Weil ich dann nicht jedes... Ich mach's kurz nochmal. Was war's nochmal? Des Ursprünglichen. Okay. Lesen wir nochmal das Ursprüngliche durch, weil ich einfach das ganz cool finde eigentlich. Des Ursprünglichen... Oder das Ursprüngliche. Eine Bestie ungeahnten Ausmaßes weilt in unserem Sonnenhof, hoch über den Ruinen unserer Zivilisation. Und sie bringt Verderben mit sich. Viele Geister der Chosu würden von diesem unheilvollen Platz angezogen. Ihr Bund mit der realen Welt ist zu lösen, um das Artefakt des Ursprünglichen entgegennehmen zu können. Ja. Und es ist schon ein ziemlich offensichtlicher Tipp. Wir müssen nämlich zum Sonnenhof, wo wir Flagger getötet haben. Und ja, da bekommen wir dann das Artefakt. Und der schnellste Weg dadurch, oder dahin ist natürlich hier durch. Durch diesen kleinen Weg. Und dann sind wir ja theoretisch schon beim Aufzug. Und können dann von hinten zum Sonnenhof. Da der normale Weg versperrt ist. Das heißt, wir müssen tatsächlich auch den Weg hier gehen. Ja. Was willst du mir jetzt sagen? Dass ich zum Artefakt-Tempel muss, ne? Ja. Ich weiß, dass ich die Artefakte zum Artefakt-Tempel bringen soll, aber ich bin ja gerade dabei. So, ich will erstmal die Goliath-Wespen hier loswerden. Das heißt, erstmal den Nester zerstören. Das noch und... Da noch. Sehr schön. Habe ich die? Ja, habe ich das gescannt. Okay. Ich bin jetzt gerade wirklich ein bisschen paranoid, was das Scannen angeht. Weil... 92% immer noch. Es kommt noch... Wow, wo kommst du her? Es kommt noch ein bisschen was. Und ich meine, der Boss kommt ja dann auch noch. Aber ich weiß nicht, ob das noch so viel füllt. So. Ah, da ist nochmal eine Hinweistafel. Okay. Oder eine über... Eine Chosu-Inschrift, so. Die Todesschreie, das dahin, da,
Die Todesschreie des dahinsiechenden Landes hallen in unseren Ohren wider, während wir Chosu zu Zeugen werden, wie die große Seuche immer tiefer in das Lebensmark dieses Planeten sickert. Ihre dunkle Energie durchdringt Bäume und Wasser, alles Leben verzehrend. Friedliche Kreaturen sterben zu Tausenden, einige Geschöpfe überleben, doch sie verfallen zu Ausgeburten des Bösen. Sie sind zu Früchten jener Macht, welche vom Himmel stürzte. Die meisten dieser entstellten Mutationen bleiben zu klein, um gefährlich zu werden. Manche jedoch wachsen zu bedrohlicher Größe heran und gefährden unsere gesamte Existenz. Eine dieser Bestien entweiht unseren heiligen Fell, Gift sprudelt aus ihrer verderbten Form. Die reinen Wässer von einst sind nun zu Kaskaden eines schleichenden Todes geworden. Wir blicken in eine Fratze des Bösen. Dennoch erschaudern wir Chosu nicht in Furcht. Wir Chosu sind alles, was der großen Seuche nun noch entgegensteht. Und es ist unsere Pflicht, sie zu bannen und einzuschließen. Ja. Da war die Rede von Flagger. Einem wirklich sehr großen, Vieh, das wir da bekämpfen mussten. Und wir müssen hier auf jeden Fall mal wieder Kultsymbole aktivieren. Und wenn ich das richtig weiß, waren alle hier unten. Das Blöde ist nämlich, wenn man dann nach oben fährt und nach oben geht. Das war schon hier. Okay, gut. Ich dachte, das wäre ganz oben gewesen. Das wäre nämlich ziemlich mies, aber da oben geht's ja noch. So. Nummer 3 und Nummer 4 könnte hier sein. Nein. Da war Nummer 4. Ziemlich gemein versteckt, aber naja, man findet sie ja doch irgendwann. So groß sind die Möglichkeiten ja auch nicht, wenn man nicht nach ganz oben fahren kann. Und damit ist die Spiderball-Schiene hier frei. Und ja, wie gesagt, das ist der einzige Weg nach oben, deswegen gehen wir den. Und ich habe bloß so eine kleine Spiderball-Passage, wieder mit diesen Oculus. Die jetzt aber auch nicht so schwierig auszuweichen sind. Man muss halt einfach ein bisschen warten. So, und hoch. Das Blöde ist halt, dass die Steine dann verschwinden, aber naja. Es gibt Schwierigeres oder wir haben auch schon Schwierigeres gemacht. So, da sind wir schon Chosu-Geist und na, es hieß ja, dass die Geister davon angezogen werden. Und ich denke, hier können wir es nochmal richtig gut auffüllen. Ja, habe ich alle drei. Ja, okay. Naja, mit Salz wären wir gerade echt lieber gewesen, weil ich da wirklich verdammt wenige davon habe. Vor allem jetzt gegen Kampf gegen Chosu-Geister nochmal. Okay, 3 Stück sind's. Mit denen werde ich aber auch noch fertig, denke ich. Wobei, ja, das war schon mal sehr gut, wieso auch immer das nicht getroffen hat. Also was heißt wobei? Die Missiles werden halt relativ knapp, sagen wir mal so. Aber es geht ja alles noch. Ja, wenn du mir jetzt ein gutes Ziel bietest, da... Nein, ach, verdammt. Ich will den einen doch bloß gerade töten, dann habe ich bloß noch 2 gegen mich. Das wäre gut. Natürlich! Jetzt aber, oder? Ja, wunderbar. Okay. Dann du nochmal. Auch noch aus der Attacke rausgeholt. Kriege ich dich von... Ja, kriege ich dich. Okay. Und nur noch einmal. So. Und der letzte. Wow, das reicht... Also wenn ich jetzt nichts verhaue, dann reicht es gerade so. Das ist... Ja, schon missile-intensiver als ich dachte. Vor allem bei 185 Missiles, die wir gerade haben. Gut, aber ich meine, selbst wenn es jetzt nicht hingehauen hätte, dann... Oder selbst wenn ich jetzt die verballert hätte, hätte es ja doch noch geklappt. Und damit können wir uns erstmal die Missile hier holen. Die ist gerade relativ wichtig. Und natürlich auch das nächste Artefakt holen. So, dies ist das Artefakt des Ursprünglichen, das vierte von insgesamt 12. Ja. Und damit haben wir das nächste Artefakt, und zwar das Artefakt der Natur. Na, lad, okay. Habe ich den Natur? Schade, Natur habe ich nicht. Okay. Können wir vergessen. Ich muss kurz nachgucken. Nee, ich würde nicht mehr auf den Wortlaut des Rätsels kommen. Ich habe gerade überlegt, ob ich da nachgucken könnte, wo es ist. Allgemein. Ach so, okay.
ja, ist jetzt auch nicht so schwierig zu finden, sage ich mal. Aber leider kein Tipp für uns. Ich denke, wenn wir jetzt die Artefakte zurückgeben würden, dann könnten wir vielleicht schon den ersten Tipp abholen oder die restlichen Tipps, aber dann nochmal hinlaufen, das wäre jetzt auch blöd. Und so wichtig sind die Hinweise jetzt wirklich nicht. Ich wollte gerade sagen, komme ich da jetzt durch, aber ja. Okay, und dann gehen wir gleich hier rüber. Sollte doch eigentlich passen. Ja, okay, ich bin richtig. Ich habe mir so eine, ich sag mal so eine kleine Route aufgeschrieben, dass ich nichts verpasse. So, und zwar gehen wir hier rüber, wo wir ehemals den Schatzspiel geholt haben. Weil da fehlt uns auch noch ein bisschen was. Und tatsächlich noch ein bisschen was, zwar kein Artefakt, aber noch ein paar Items. Und überall wieder Sturzsegler. Ich weiß noch, dass ich ganz am Anfang die Panik hatte, dass ich die Sturzsegler nicht scannen könnte. Und ich meine, jetzt hatte ich genügend davon. So. Hier haben wir nochmal einen Missile-Container, den man relativ leicht verpassen kann, muss ich sagen. Also der ist schon ziemlich gemein versteckt. Weil man es halt auch nicht sieht, weil es hier so, ja, so drastisch absackt, aber man es nicht wirklich sieht oberhalb vom Wasser. Und durch den ganzen restlichen Raum kann man ja durchwarten. Aber, naja. Das ist halt, das tatsächlich würde ich sagen, so ein Item, das man sich im Kopf behalten muss. Weil sonst vergisst man es halt ganz leicht. Aber zu anderen Items, da ist eigentlich nicht so wichtig, wie, ich glaube, habe ich schon mal erwähnt. Die Items, die ich ja natürlich nicht alle im Kopf habe. So, aber das habe ich auf jeden Fall im Kopf. Die Panzerung haben wir auch gescannt. Ja, sehr gut. Und zwar hier nochmal ein kleiner Raum, wo wir damals noch nicht viel hätten anfangen können. Gut, ich meine, damals hatten wir auch noch gar nicht den, die Bomben. Die haben wir uns ja dann nach erst geholt. Aber, naja, das hätten wir noch nicht holen können. Und dann haben wir hier nochmal das Ballball. Und da wären wir erst recht nicht hochgekommen. So, nochmal ein Missile-Container. Man sieht wirklich, dass hier noch verdammt viele Missile-Container rumliegen. Jetzt sind wir bei 200 gerade und ich glaube, es waren 220 oder sowas. 250 wären, glaube ich, zu viel gewesen. Keine Ahnung. Aber es kommen auch noch ein paar. Hier steht es mit den Items. 72%, okay. Ist immer noch ein bisschen wenig, aber wie gesagt, es kommt ja noch einiges. Es kommen ja auch noch ein paar Artefakte, deswegen, naja, schauen wir mal. So, und ich weiß, wo ich jetzt als nächstes hin muss. Um mir die nächsten paar Items zu holen. Da sind wir Sturzsegler, die interessieren mich aber gerade wenig. Ich habe jetzt, naja gut, ich habe nicht viel. Ich brauche auch wieder Missiles, verdammt. Gibt ihr mir Missiles? Vielleicht. So ein paar wenigstens. Nee, natürlich nicht. Ich meine, Leben wären jetzt gerade gar nicht so dringend. Also könnte ich jetzt auch ein paar verlieren, aber ich brauche halt wirklich gerade Missiles, um gegen die Geister anzukommen, und zwar nicht gegen die, sondern halt wirklich gegen die ich nachher noch kämpfen muss. So, hier sind noch ein paar Sturzsegler. Na, bloß mit Energie natürlich. Gut, ein paar Missiles waren dabei. So, hier, und da gehen wir jetzt in den Raum. Da waren wir nämlich auch noch nie drin, beziehungsweise haben wir mal kurz reingeguckt, bis ich dann wieder wusste, was das für ein Raum sein soll. Und zwar konnten wir da nicht rein, weil es da ziemlich heiß drin ist. Hm, naja, irgendwie verständlich bei der ganzen Lava. Und naja, wenigstens ein bisschen was. Und wow, das war sehr gut. Okay, gleich wieder hoch. Wieso auch immer sie da nicht den Dings anvisiert hat. Hier soll das nichts gegeben haben. Der Thermalvisor ist hier natürlich dermaßen überlastet, aber hier gibt's was. Das weiß ich noch. Ja. Und zwar nochmal ein Powerbomb-Container. Ich glaube, unser erster? Keine Ahnung. Ne, wir hatten 4 Stück. Also irgendwo müssen wir schon mal einen gefunden haben. Und nochmal eine Inschrift. Sehr schön. So, was haben wir denn hier noch stehen? Unsere Tempel vermag der Vergiftung von Talon 4 Einhalt zu gebieten. Doch es ist nicht für unsere Augen bestimmt zu sehen,
ob das Böse jemals wahrhaftig ausgelöscht werden kann. Die Zukunft erscheint uns vernebelt, eine Welt in Schleier gehüllt, in der dunkle Erscheinungen zwischen den Schatten auftauchen. In diesem fremden Licht zeichnet sich eine vage Figur ab, schemenhaft und kaum zu erkennen. Sie ist menschlicher Natur, eine einsame Lichtgestalt, die durch die Giftnebel hindurchschreitet. Wir Chosu wissen nichts von ihr, doch unsere Herzen gewinnen Zuversicht angesichts dieses hoffnungsvollen Lichtes. Unsere Zuversicht manifestiert sich in unserem Schrein. Dort werden wir sein, wenn sich der Lichtschrein... Dort werden wir sein, wenn sich der Lichtschein über das Land erstreckt. So. Naja. Hatten sie ja tatsächlich recht, weil sie haben es leider nicht mehr miterlebt. Hier ist auch nochmal ein gemeiner Messal-Container. Man hört den zwar von draußen, aber man sieht nicht wirklich, dass man da durch kann. Also das ist schon verdammt gemein versteckt. Aber wie gesagt, wenn man es weiß. Vor allem, es wird halt nicht auf der Karte angezeigt. So, und damit sind wir hier nochmal im Raum, wo noch mehr Geister kommen. Und zwar sind es plus zwei. Okay, zwei sollten gehen. Eigentlich, na, ich hoffe mal. So, und da oben sehen wir schon einen ein Energietank. Ist der Lohn für unsere Bemühungen. Was eigentlich gar nicht schlecht ist. So, wenn der Visor mal aufhören könnte zu wechseln, so. Habe ich jetzt beide halt ein bisschen angehittet. Naja, gut. Auch nicht so schlimm. Und weg. Gerade so wieder. Wow. Auf die Missile wieder ganz genau. Okay. Ich will aber gerade rüber, um mir die... Nee, plus die Energie. Schade. Ich dachte, wären noch Missiles dabei gewesen. Okay, und dann ist jetzt ein bisschen Rettelzeit. Beziehungsweise man hat ja schon gesehen, was man machen muss. Einfach die beiden gegenüberliegenden Statuen aufsprengen. Weil ich gar nicht weiß, ob man beide für das Rätsel braucht. Ah, okay. Die war für das Rätsel bestimmt. So. Geht aber auch relativ gut. Und das andere ist dann für den Ausgang. So, wir holen uns erstmal hier den Energietank. Na, so, sehr schön. Und damit fehlt uns, glaube ich, dann nur noch einer. Und ich weiß, wo der ist. Beziehungsweise, ja, ich weiß halt, wo alle Items sind, natürlich. Aber ich denke wirklich, dass es bloß noch einer ist, der uns fehlt. Ja, sieht gut aus. Einer oder maximal noch zwei. Wobei ich dann nicht wüsste, wo der zweite gerade wäre. Das haben wir ja, glaube ich, schon. Oder? Ja, doch. Okay. Das Blöde ist, ich hoffe, dass ich da jetzt nicht wieder reinkomme. Ja, okay. Geht so. Sehr schön. Und damit können wir uns hier wieder einen kleinen Ausgang sichern. Und kommen damit auch relativ gut, na, wieder zurück, sage ich mal, oder zum nächsten Bereich halt. Und zwar, au, das tat weh. Hatte ich vergessen, dass hier noch ein paar Stampfer, ja, Stampfer sind. So. Ich glaube, ich sollte es kein Item geben, wenn ich richtig liege. Bloß diese paar Stampfer hier halt. Und damit... Ne, ich höre kein Item, okay. Hallo? Okay. Hat gerade ein bisschen gebraucht, um zu laden. Ach, und da kommt man jetzt hier raus. Ich muss wirklich sagen, ich hatte den Weg eigentlich komplett vergessen. Ich wusste, dass der Weg hier rausführt. Aber was genau oder wohin der führt, wusste ich überhaupt nicht mehr. Jetzt ergibt es alles Sinn. Okay, da habe ich es vielleicht doch nicht ganz so richtig gemacht, muss man sagen. Aber naja, gut. Und es braucht doch länger, als ich dachte. Ich meine, wir sind jetzt gerade mal erst am Anfang eigentlich und haben schon eine halbe Stunde verbraucht. Und ich kann wirklich gerade nicht mehr reden. Das ist schon einiges. Also sogar über eine halbe Stunde. Aber so, ja, von einer halben Stunde circa habe ich ja angefangen gerade. Davor war ja noch ein bisschen im Chosu-Tempel. Aber so direkt Items suchen oder beziehungsweise halt Artefakte suchen. Das hat eigentlich vor einer halben Stunde begonnen. Und ich bin mal gespannt, wie lange es noch dauert, weil wir haben jetzt noch nicht so viele Artefakte. Haben wir schon vier? Haben wir drei? Ich
weiß es gerade gar nicht. Na, wir haben erst 3. Wow. Und eins gab es gratis. Okay, das könnte noch eine Weile dauern. Wobei ich sagen muss, wir haben eigentlich schon, na, den Großteil von 2 Gebieten eigentlich abgeschlossen. Beziehungsweise brauchen wir in der Tal- und Oberwelt nicht so wirklich was. Und die Chozo-Ruinen, da müssen wir auch bloß noch kurz durch. Das heißt, ja, was nochmal lange dauern wird, ist halt Fendrana tatsächlich. Allgemein, wir müssen eigentlich wirklich überall nochmal durch. Das ist halt. Und, na, das dauert halt seine Zeit, den kompletten Planeten zu erkunden. Und auch wenn ich jetzt eigentlich eine ziemlich gute Route habe, wo man eigentlich keinen Raum zweimal besuchen muss oder so, oder gut, natürlich, man besucht Räume zweimal, aber manchmal geht man durch und so, aber zumindest jedes Gebiet bloß, na, kann man auch nicht sagen. Schwierig. Jedes Untergebiet vielleicht, weil ich muss jetzt zumindest nicht mehr in die vorderen Ruinen. Ich muss bloß noch in die Tiefen von den Ruinen. Ich muss bloß noch in die Tiefen von der Oberwelt. Das ist halt. So kann man es eigentlich tatsächlich sagen. Und so habe ich dir eigentlich ganz gut keine Ahnung, was ich jetzt genau sagen wollte. Ich bin irgendwie auch gerade nicht so wirklich konzentriert, muss ich sagen. So, hier. Geh mal weg. Du sollst weggehen. Wow, wie viel halten die denn aus? Okay, 2. So, und hier haben wir auch schon unser nächstes Artefakt. Ja. Nämlich das Artefakt der Natur. So. Das Rätsel dazu, glaube ich, irgendwie inmitten eines Lavasees oder was weiß ich. Und damit haben wir, ja, das nächste Artefakt ist das Artefakt der Natur, das 8. von insgesamt 12. Sehr schön. Und damit können wir gleich weitermachen mit dem nächsten. Und zwar dem Artefakt der Stärke. Haben wir das? Ja. Die höllische Glut Magmors geriet vielen Krieger zur Probe. Ein Schrein, der ihrem Gedenken dient, bewahrt das Artefakt der Stärke. Und, naja, das ist nicht ganz so offensichtlich, würde ich sagen. Wobei, naja, wenn man in dem Raum war, der Raum heißt, glaube ich, Schrein des Kriegers oder sowas. Aber wenn man in dem Raum ist, dann sieht man das Artefakt auch schon. Das heißt, kein eindeutiger Tipp, wo das Artefakt jetzt ist. Aber, naja, man weiß halt, es ist in Magmor. Und da muss man halt alle Magmor-Gebiete abgehen oder alle Magmor-Räume abgehen, indem man halt nicht war. Und dann finden wir es auch schon, weil auch schwer ist es nicht. Und, Luftpiraten, verdammt. So, hier können wir uns nochmal einen Missile-Container holen. Na, sehr schön. Und du willst auch nochmal aufs Maul. Kannst du kriegen. Uah, bloß weg. Und zwar sollte der... war der da drüben? Ich muss mal schauen, weil hier gibt es versteckte Plattformen. Ja, sehr gut. Ich habe bloß gerade vergessen, wie man das denn angefangen hat. Ich glaube, es war da hinter der Ecke, ne? Ja, da hinten ist schon mal eine Plattform. Und da ist schon mal eine. Komme ich denn von da hin dann? Ah, doch, geht. Wobei das jetzt, glaube ich, nicht so gedacht war. Und die geht runter, glaube ich. Okay. War noch ein bisschen beeilen, aber naja, es scheint so schwierig. Und hier sollte ich dann einfach eine Supermissile drauf schießen. Nein, verdammt, keine Missiles. Ah, ich dachte, das funktioniert, aber... Habe ich die... Nee, gut, okay. Wenigstens kann ich dann die Kisten noch öffnen hier. Na, komm. Ich habe doch volle Leben. Ja, ich brauche Missiles, meine Güte. Wenigstens 5. So. Aber auch hier braucht man natürlich den X-Ray Visor wieder nicht unbedingt. Weil man könnte die Plattform natürlich auch so erreichen. Es geht bloß wesentlich einfacher, sie zu sehen. So, und damit holen wir uns den nächsten Missile-Container. So, haben wir schon 210. Das sieht auch sehr gut aus. Vor allem sieht es relativ tödlich aus für, naja, für alle Art von Bosse, die noch kommen. Mit 210 Missiles schon. Und, naja, der Ausblick zumindest auf alle Upgrades. Bisher fehlt uns ja noch der Icebeam.
Aber auch schon Plasma und Wavebeam können guten Schaden machen. So, was mache ich doch jetzt am besten mit... Achso, ne, hier sind Flugpiraten. Gut, die mache ich am besten auch mit dem Plasma Beam hier. Und man muss sagen, jetzt in dem Schwierigkeits... in dem fortgeschrittenen Bereich merkt man den Schwierigkeitsgrad jetzt auch nicht mehr unbedingt. Vor allem, was den Plasma Beam halt angeht. Und seine enorme Stärke. Wo ist der eigentlich? Hier war doch gerade noch ein Flugpirat. Ach, da oben. Hi, ne? So. Haben wir die schon erledigt? Gut, ich meine, die Selbstschussanlagen wären jetzt auch nicht arg viel schwieriger gewesen, muss man sagen. So, und dann gehen wir gleich hier nochmal in einen Bereich, wo wir noch gar nicht waren. Da hätten wir auch schon lange hingehen können. Und zwar nämlich zu dieser Plattform da oben. Hätten wir seit dem Doppelsprung hingehen können. So, hier sollte es eigentlich... Missiles, sehr schön. Oder gibt es da nochmal was zu scannen? Gibt es da nochmal... Nee, okay. Ich dachte schon. Da hätte ich jetzt gar nicht mehr gewusst, dass es da nochmal einen Pirateneintrag gibt. Ich müsste eigentlich immer gucken, ob ich alle Einträge habe. Aber ich denke eigentlich schon, das war blöd. Na komm, geh da rein. Wieso dreht sich die Kamera denn? Okay, ich gehe nochmal weg. Und nochmal hin. Ja, jetzt ist die Kamera richtig. Sehr schön. Dann können wir die Brücke darüber fahren. Und auch schon darüber hüpfen. Zum nächsten Artefakt. So, da drüben sollte es sein. Wahrscheinlich auch ganz cool, dass man hier oben dann rumlatschen kann. Allgemein die ganzen Karten sind ja schon sehr cool. Sehen auch sehr schön aus. Muss ich ja sagen, dafür, dass das Spiel natürlich 2002, glaube ich, erschienen ist. 2002, 2003, glaube ich. So in dem Dreh. Und naja, damit haben wir schon das nächste Artefakt. Dieses Artefakt der Stärke, das zweite von insgesamt 12. Und damit sollte das Artefakt der Sonne als nächstes kommen. Diesmal habe ich sogar nicht nachgeguckt, das sollte ich wissen. Das wir leider nicht haben. Okay, gut, macht nix. Wir finden es auch so, aber zuerst holen wir uns hier nochmal ein Item. Und zwar ist hier eine Bendezium-Platte. Und die führt uns hier in diesen Zwischenraum mit einem Powerbomb-Container. Sehr schön. Und eine Powerbomb können wir eigentlich auch nie genügend haben. Und wo ging es hier weiter nach unten? Ich hab's vergessen. Ach, nee, Quatsch, das ist bloß ein Ventilator. Da geht's weiter. Okay. Und es ist eigentlich sehr gut, dass wir das gemacht haben, denn jetzt können wir nicht da lang, sondern hier lang. Und sind eigentlich auch schon über dem nächsten Item. Da unten hat man es gerade schon gesehen. Das heißt, wenn man ganz genau aufpasst, sieht man es sogar schon. Und zwar... Da sieht man es jetzt unten rechts im Bild. Ja. Aber naja, ich weiß es ja, deswegen kann ich einfach den Tunnel hier freisprengen. Was ja so ein bisschen an, na, an Super Metroid wahrscheinlich auch angelehnt ist. An den Meridia-Tunnel. Aber naja. Und damit haben wir jetzt den Ice Spreader. Die, ja... Wie soll man das jetzt sagen? Nicht diese permanente Combo, sondern halt diese... Diese Combo bloß mit diesem einen Schuss. Nochmal. Ich kann die normale Tür nicht mit einem Missile öffnen. Ah ja. Okay. Na gut, man lernt tatsächlich nie aus. Ne, geht nicht. Okay. Na dann, ach so, ihr wieder. Gut, ist halt jetzt aber tatsächlich immer noch nicht das Problem. Hätte ich mal den Plasma Beam damals schon gehabt bei den Piratenlaboren, dann wäre da einiges einfacher gewesen. Ah gut, ich meine, wir haben alles hinbekommen. Das einzige Mal, wo ich ja wirklich Probleme hatte, war beim Omega-Piraten. Wobei ich mir das ja schon fast dachte, wo auch immer der jetzt gerade steckt. Er hat mich gerade ein bisschen überrascht, was die Laser angeht. Aber gut. So, da oben haben wir auch schon den Energietank geholt. Gott sei Dank. Darauf hätte ich eigentlich nicht sehr viel Lust gehabt, das zu holen. Weil es einfach immer ziemlich schwierig ist, daran zu kommen. Man muss halt den, naja, man muss halt den Doppelsprung oder den Ballsprung beherrschen, dann ist das kein Problem, aber naja. Ist immer ein bisschen trickreich, vor allem der erste Sprung dann halt.